besten Heute-Show überhaupt. Vielen Dank. Es ist wirklich ein perfekter Tag. Sie freuen sich zurecht, denn es ist ein perfekter Tag, diese Sendung zu starten. Denn ganz Deutschland fragt sich, auch heute Abend, kann Opel wirklich gerettet werden? Und noch wichtiger, wer rettet Opel zuerst? Wirtschaftsminister Guttenberg oder doch der SPD-Rivale Steinmeier? Und dabei geht es ja, wie viele denken, eben nicht nur um die Wählerstimmen von 25.000 Opel-Mitarbeitern. Nein, nein, geht auch um die Stimmen ihrer Familien. Guttenberg jedenfalls, der Gustav Ganz der deutschen Politik, hat etwas Unerhörtes ausgesprochen. Wenn die Risiken zu hoch sind, muss weiterhin eine geordnete Insolvenz als Option auf dem Tisch bleiben. Genau, geordnete Insolvenz, jetzt schon das Wort des Jahres, geordnet in die Insolvenz gehen, das klingt für mich ungefähr so logisch wie sich mal romantisch die Hämorrhoiden veröden lassen. Ja, auch in einer politischen Comedy muss man Platz sein für das Wort Hämorrhoiden. Frank-Walter Steinmeier hält das Wort Insolvenz im Übrigen grundsätzlich für ein Pfui-Wort. Ich bin mir jedenfalls sicher, wenn wir es richtig anstellen, wenn wir Opel nicht an den Erstbesten verschenken jetzt, wenn wir jetzt ein vernünftiges Konzept suchen, dann hat Opel eine Zukunft. Ein Volkstribun auf 180. Ah nein, ich weiß, was Sie denken. Ich weiß genau, was in Ihnen vorgeht, aber lassen Sie sich bitte nicht von dem Bierhumpen da irritieren. Sie sehen ja selber, er hat sein fünftes Bier kaum angerührt. Mehr zum Thema Opel später. Wir werden Sie natürlich auf dem Laufenden halten in Sachen Enem Enem Opel, wer kauft Opel. Auch heute Nacht wird da ja noch getagt, wie Sie wissen. Jetzt aber erstmal von der geordneten Insolvenz zur geordneten Präsidentenkür. War das ein Wahlkrimi? Nein, es war eine Wahlschlacht. Köhler versus Schwan. Ja, zugegeben, wir haben es einen Hauch dramatischer gemacht, als es war in Wirklichkeit. Aber es hat schon gerappelt im Präsidialamt. Wie auch immer, fast wäre die ganze Battle vor Bellevue noch ins Wasser gefallen, weil Horst Köhler vom Berliner Verkehr aufgehalten wurde. Ein Auto vor der Staatskarosse fuhr so langsam, dass Bundestagspräsident Norbert Lammert schon ganz ungeduldig wurde. Kommt er nicht? Habe ich vielleicht was Falsches gesagt? Liebt er mich etwa nicht mehr? Was hat diese Eva, was ich nicht habe? Aber mal ehrlich, wir wissen ja jetzt nicht genau, welcher Patient da vor unserem Staatsoberhaupt hergeschlichen ist. Aber wie kann man bitte nicht merken, dass Horst Köhler hinter einem die Lichthupe betätigt? Den Präsidenten erkennt man doch, schon am Nummernschild. Die Limousine mit Bundesadler und Wunschkennzeichen wartet bereits auf ihren Präsidenten. Cool. Schwarzer Mercedes plus Kennzeichen 0 minus 1. Klingt ein bisschen wie die Lebensleistung von Jürgen Klinsmann. Übrigens... Eigentlich. Ja. Es ist ein cooles Kennzeichen, aber eigentlich wollte Köhler als Wunschkennzeichen dieses hier haben. Aber das hatte sich Bushido leider schon reserviert. Einfach mal Pech gehabt. Man kann nur sagen, rückblickend. Arme Gesine Schwan, wirklich, im ersten Wahlgang hat Frau Schwan vergeigt. Nach der Wahl meinte sie, eine Karriere in der SPD lehne ich ab. Gut, dazu muss man jetzt sagen, Karriere und SPD sind zwei Worte, die sich grundsätzlich nicht so richtig, also die passen nicht so richtig gut zusammen. Aber nachdem die Union und die FDP ihren Kandidaten durchgesetzt haben, ist es jetzt amtlich. Freunde, wir haben einen Lagerwahlkampf. Ich will einen Wahlkampf für eine starke Union und möchte anschließend eine Koalition mit der FDP bilden. Aber das ist etwas anderes als Lagerwahlkampf. Nein, das ist ein Lagerwahlkampf. Ja. CDU, CSU und FDP gegen den Rest ist Lagerwahlkampf. Jeder mit jedem, das ist Swingerclub. CDU, CSU und FDP gemeinsam ist... Lagerwahlkampf. Genau, geht doch. Man muss nur wollen, dann klappt es auch mit einer klaren Aussage. Aber ich schweife ab. Im Interview mit dem ZDF benannte der Inhaber des höchsten Staatsamtes, wir erinnern uns, der grauhaarige Mann mit dem Sportabzeichen... Köhler, richtig. Noch 5 Jahre und ich habe mir den Namen gemerkt. Also dieser ältere Herr hat durchaus revolutionäre Ideen. Wichtig ist mir, dass in jedem Fall nicht jetzt mit diesem, Sie fragen mich ja gar nicht, ob der Bundespräsident direkt gewählt werden soll oder so, dass man soll das... Soll er es denn? Ich finde, ja, ich sage, auch das braucht man nicht aus der Diskussion ausklammern. Gut. Nein, darüber kann man ja diskutieren. Der mündige Bürger, warum soll der seinen Staatsoberhaupt bitte nicht direkt wählen?
Ich meine, die Leute lesen ja Zeitungen, sie sind ja nicht blöd. Ne? Wenn die sich für einen Politiker entscheiden, dann wegen der Inhalte, für die der steht. Ich finde ihn sympathisch, er sieht gut aus. Ja, wirklich, er gefällt mir. Frauen sind so ekelerregend oberflächlich. Es ist völlig wurscht, wie der aussieht. Er sieht gut aus. Bundespräsident. Bundespräsident ist ein absoluter Schlüsseljob. Umso trauriger, dass wir uns bei Präsidentenwahlen alle wie DDR-Bürger fühlen dürfen. Mit anderen Worten, wir werden gar nicht gefragt. Ne? Die da oben machen, was sie wollen. Wir von der Heute-Show haben deshalb eine Umfrage in Auftrag gegeben. Wenn Sie letzten Samstag hätten wählen dürfen, wen hätten Sie denn dann wählen wollen gesollt oder so? Tina Hausten von Kompetent in Prozent. Wie zufrieden sind die Menschen jetzt mit dem Ergebnis vom Wochenende? Gute Frage, Oliver. 63% der Deutschen sind der Meinung, scheißegal, Hauptsache nicht die blöden Bayern. Besonders... Besonders interessant vielleicht auch diese Zahlen. 52% der Wolfsburg-Fans, und das sind doch immerhin 300 Menschen, die fragen irritiert, wo um Himmels Willen liegt eigentlich Wolfsburg? Ja, das fragen wir uns alle seit Jahren, aber ich meinte eigentlich das Ergebnis der Bundespräsidentenwahl, Tina. Ja, Oliver, das war mir klar. Die Bundespräsidentenwahl, ein sehr überraschendes Ergebnis. 97% der Befragten waren enttäuscht über die Niederlage von Gesine Schwan. Die Bürger fanden Gesine Schwan glaubwürdig, unglaublich sympathisch und vor allem sehr, sehr lustig. Diese Zahl reduzierte sich allerdings schlagartig auf 0,2%, als man ihnen sagte, dass es sich bei Frau Schwan nicht um die leider verstorbene Sketchpartnerin von Loriot, Evelyn Hamann, handelt. Ja. Gut, das ist vielleicht auch genau der Grund, warum wir den Präsidenten nicht direkt wählen dürfen. Was schätzen denn die Befragten an Horst Köhler? Vor allem seine sprachliche Gewandtheit, Oliver, denn immerhin 77% erinnern sich gerne an legendäre Horst-Köhler-Zitate, über die ganz Deutschland kontrovers diskutiert hat. Zitate wie, guten Tag, meine Damen und Herren, und das Buffet ist eröffnet. Und 12%, die schätzen seine Berechenbarkeit. Sie sagen, Horst Köhler, das ist wie mit einem Opel Astra auf der Mittelspur fahren und pur hören. Mit anderen Worten, Sie finden ihn langweilig. Ja, aber angenehm langweilig. Ja, die Frage, Tina, ist natürlich, was solche Säulendiagramme wie das da überhaupt aussagen. Ganz genau, Oliver. Und damit liegen Sie voll im Trend. 81%, die sagen, Tortendiagramme wären Ihnen viel, viel lieber. Und immer 19% sagen, lecker Tortendiagramm. Tina Hausten, meine Damen und Herren. Kompetent in Prozent. Ja, parallel zur Präsidentenwahl gab es ja auch noch das große Bürgerfest, 60 Jahre Grundgesetz. Hunderttausende, ach, nennen wir sie mal Grundgesetz-Fans, feierten am Brandenburger Tor. Aber sind wir mal ehrlich, ne? Andere feiern solche Nationalfeiertage irgendwie lockerer, ne? Amis, Franzosen, weil wir leider von Natur aus nicht richtig locker sind. Ne? Glauben Sie nicht? Ich beweise es Ihnen. Hier ein paar Bilder vom gerade zu Ende gegangenen Kirchentag in Bremen. Jonah, wo bist du, Mensch, wo hast du dich versteckt? Hey Mann, wieso schläfst du, warum bist du unter Deck? Mensch, wo bist du? Man ruft nach dir. Ja, man ruft nach dir, ruft dir. Rhythmus, wo bist du, wo hast du dich versteckt? Ja... Ich bin kein Theologe, aber ich behaupte einfach mal, das hat Gott so nicht gewollt. Sollte der kleine Jonah mittlerweile gefunden worden sein, bitte nicht zu seiner Mutter zurückbringen. Nochmal zum Mitschreiben. Wir sind nicht locker. Und was wissen wir wirklich vom pompös gefeierten Grundgesetz? Sagen wir mal, nur ein paar Kilometer von der Hauptstadt entfernt in Regionen, wo die BRD eben noch nicht ranzige 60, sondern gerade mal süße 20 ist. Martin Sonneborn fragt nach. Hallo Oliver, ich melde mich hier von den Feierlichkeiten zu 60 Jahren Grundgesetz aus Trebin in Brandenburg. Und hier hinter mir wird gleich kräftig gefeiert. 20 Jahre Grundgesetz in Trebin. Kommen Sie her, kriegen Sie eine Luftschlange. Aber
Aber gibt es denn keinen einzigen Menschen, der heute hier mit uns feiern würde, 60 Jahre Grundgesetz? Es gibt doch nichts zu feiern. Was gibt es denn zu feiern? Die Leute wollen Arbeit haben. Die wollen Arbeit haben, ihre Familie. Das ist Tatsache, die haben die Schnauze voll. Die Leute haben hier die Schnauze voll. Aber stimmt es, dass Sie nicht so gerne feiern hier, weil Sie früher so viel feiern mussten im Osten? Teilweise ja, klar mussten wir. Ja, ja, es gab zum 1. Mai, da gab es 10 Mark Maigeld, dann gab es ein Frühstück, wie wir dann zur Demonstration gegangen sind. So lief das früher ab. Das ist natürlich besser. Sollen wir einfach reingehen und fragen, ob die Leute für 5 Euro mit rauskommen, feiern? Probieren können sie. Ja, genau. Dann versuchen wir mal, ob wir eine würdige Feier auf die Beine stellen. Hallo, guten Tag. Haben Sie Lust, einfach für 5 Euro mit rauszukommen, kurz mit uns da eine kleine Feier? Die brauchen wir nicht. Oder wenn wir es Ihnen befehlen, dass Sie mit rauskommen? Aber Sie haben das doch früher auch gemacht. Wir würden Ihnen 10 Euro bezahlen dafür. Und für eine halbe Stunde feiern. Ich habe diesem Staat nichts zu danken. Und ich habe für diesen Staat auch überhaupt nichts übrig. Das ist die Tatsache. Aber das Grundgesetz als solches... Das gibt mir gar nicht, das Grundgesetz. Fanden Sie das Grundgesetz der DDR eigentlich besser? Darfst du mal DDR überhaupt ein Grundgesetz? Hey, ich weiß nicht, ich komme aus dem Westen. Ja. Würden wir Ihnen einen schwarz-rot-goldenen Eisbecher ausgeben zum Tag? Wir hätten gerne einen Feierbecher, 60 Jahre Grundgesetz, in Schwarz-Rot-Gold. Nee, im Becher. 2. Die Damen. Dankeschön. 20 Jahre Grundgesetz hier in Trebin. Lassen Sie sich schmecken. Danke. Wer möchte denn einen Schnaps aufs Grundgesetz hier? 1. 2. 3. Sehen Sie, da hat der Tag doch noch was Gutes. Aufs Grundgesetz. Noch jemand? Das war Martin Sonneborn für die Einheitsshow im ZDF. Zu 60 Jahren Grundgesetzfeierlichkeiten gebe ich zurück ins Studio. Vielen Dank! Ja. So viel zum Thema innere Einheit. Aktive Werbung für unser Grundgesetz. Mit Schnaps klappt's offenbar am besten. So, jetzt sehe ich gerade, kommt schon wieder eine Eilmeldung zum Thema Opel rein. Das geht heute wirklich Schlag auf Schlag. Jetzt heißt es, dpa meldet, Roland Koch plädiert für den Investor Magna. Jürgen Rüttgers plädiert natürlich gegen Magna. Und Magna fragt, wer sind eigentlich Rüttgers und Koch? Das ist interessant. Wir kommen zum nächsten Thema. Leider spitzt sich die Lage in Nordkorea einmal mehr zu. Wie Sie wissen, hat Kim Jong-il, Spitzname der Irre mit der Bombe, die Welt heute mit einem weiteren Raketentest geschockt. Der Weltsicherheitsrat hat das einstimmig verurteilt. Nordkorea ist ein nach außen völlig abgeschottetes Land. Unser Korrespondent Ulrich von Hesen ist einer der ganz wenigen, die noch von dort berichten. Guten Morgen, Ulrich von Hesen. Morgen. Herr von Hesen, hat die Gefahr eines Krieges zwischen Nord- und Südkorea tatsächlich zugenommen? Na gut, zugenommen. Ich sag mal, alles Mögliche hat zugenommen. Wenn ich mir Sie so angucke, nicht? Spaß muss sein, sprach Wallenstein. Nein, aber im Ernst jetzt, die Situation hier unten bei den Schlitzis ist natürlich alles andere als komisch. Herr Welke, ja, bisschen Sensibilität mal. Wir reden hier vom Atomkrieg. Entschuldigung, ich hatte, glaube ich, auch nicht versucht, witzig zu sein, Herr Welke. Na, Gott sei Dank. Aber bitte, was hat die Weltgemeinschaft denn erwartet? Der Steinzeitkommunist, der hier regiert, der gedrungene Obergenosse mit der Sonnenbrille, dieser Yom Kippur? Kim Jong-il, meinen Sie höchstwahrscheinlich. Ja, der ist ein geisteskranker Diktator. Ja, was glauben Sie denn, was so einer den lieben langen Tag macht, hä? Kuchen backen? Nein, der spielt mit seiner Rakete. Dafür ist man doch irre. Ja. Unbenommen. Es heißt ja auch, Kim Jong-il sei im Moment besonders übellaunig und unberechenbar, weil er erfahren hat, dass sein neuer Opel Insignia höchstwahrscheinlich nicht mehr geliefert wird. Soll denn die UNO jetzt vielleicht... Ach, UNO, Schmuno. Jetzt wird da rumgeheult bei den ganzen friedensbewegten Weltverbesserern. Man darf doch die Nordkoreaner nicht so sehr in die Ecke drängen. Buhu. Und deutsche Politiker natürlich wieder in der ersten Reihe. Bevor die Roten und die Grünen was von Sicherheitspolitik verstehen, da gewinnt ja eher Claudia Roth bei Germany's Next Topmodel. Das ist ein sehr hübscher Vergleich, keine Frage.
Herr von Esel, muss man aber nicht in jedem Fall mit den Nordkoreanern verhandeln? Ja, in Ihrer rosaroten Gummibärchenwelt vielleicht, Herr Welke, wo sich alle Menschen den ganzen Tag gegenseitig an den Bürzel fassen. Wie bitte? Ich will überhaupt keinen an den Bürzel fassen, hallo? Heidi Dai, wir wollen schwimmen, aber nicht nass werden. Stand neulich auch im Spiegel. Wir sind heute eine postheroische Gesellschaft. Früher, wenn im Kreuzworträtsel stand Pauschalreise mit 14 Buchstaben, da haben die meisten Deutschen noch geschrieben, einmarschieren. So, das war live aus Nordkorea, einem der ärmsten und gefährlichsten Länder der Welt. Ulrich von Hesen für die Heute-Show. Hallo, ist da der Bildausschnitt jetzt größer geworden? Oder? Yep, der ist größer geworden, ja. Scheiße. So schlimm hatte ich mir die Armut in Nordkorea gar nicht vorgestellt, Herr von Hesen. Wo genau? Ist das Hotel in Pyongyang selber oder? Nein. Auf Bali. Hm. Bali in Indonesien, verstehe. Beliebte Urlaubsgegend, wie man hört. Da können Sie sich den spöttischen Unterton gerne sparen, Schweinchenschlau. Ja? Ich mache den Job hier seit 30 Jahren und nehme ihn verdammt ernst. Ulrich von Hesen, meine Damen und Herren. Ja, was denn? Was denn? Man wird doch noch frühstücken dürfen. Natürlich, Herr von Hesen, natürlich. Guten Appetit. Krise, Atomteste, Nordkorea, Schweinegrippe, alles nicht schön irgendwie, aber für mich noch lange kein Grund, schlecht draufzukommen. Ich meine, hey, wir feiern 60 Jahre Bundesrepublik. Das ist eine einzige Erfolgsgeschichte. Exportweltmeister, Wirtschaftswunder, Selbstbewusstsein. Horst Köhl hat doch gesagt, wir sind stark. Und er lügt doch nicht. 360 Millionen Euro Verlust, 21,5 Milliarden weniger. Finanzkrise, Wirtschaftskrise, unverändert schwierig. Tiefrote Zahlen. Tief in der Krise. Rekordtief. Finanzkrise. Wirtschaftskrise. Finanzkrise. Unter dem Druck der Krise brechen die alten Defizite wieder hervor und die Hoffnung stirbt. Ja gut, das ist jetzt so eine Phase, sag ich mal. Es ist ein Zwischentief, das kriegen wir alles wieder in den Griff. Das ist immer noch kein Grund, ich sag mal, seine Katze einzuschläfern oder so, ne? Außerdem, statt OP, einschläfern. Wenn sie eine Schweißwarze hat, dann müssen wir sie einschläfern lassen. Wie immer mehr Haustiere Opfer der Finanzkrise werden, jetzt in Akte 09. Okay, jetzt habt ihr es geschafft, ich bin schlecht drauf. Tiere einschläfern wegen der Krise, das ist ja wohl das Hinterletzte. Wer schläfert denn seine süße Katze ein, um Geld zu sparen? Man kann auch einfach die Tür auflassen. Und wie? Wie besiegen wir diese Krise jetzt? Fragen wir einfach mal jemanden, der wirklich weiß, der wirklich geblickt hat, wie man in dieser Lage mit dem Wahlvolk wirklich zu reden hat. Fragen wir Horst Seehofer. In der Krise gewinnt, wer auf der Grundlage solider Werte glaubhaft neuen Mut macht. Ich wiederhole das gern. In der Krise gewinnt, wer auf der Grundlage solider Werte glaubhaft neuen Mut macht. Oder kurz gesagt, wer lügt. So. Und, passend dazu sehe ich, es gibt schon wieder eine Eilmeldung von der Opel-Front. Das wird ja die ganze Nacht verhandelt. Und der italienische Konzern Fiat hat sein Angebot wohl nochmal erhöht, nachgebessert ab einer garantierten Bestellmenge von 10 Milliarden Euro Staatsbürgschaften. Gibt es jetzt eine Flasche Lambrusco gratis dazu? Das ist fair, aber noch ist keine Entscheidung gefallen. Wir schalten jetzt live nach Bochum. Dort vor dem Werkstor steht Christian Ehring. Hallöchen, Herr Welke. Hallöchen, wie ernst ist denn die Lage aktuell bei Opel? Die Lage ist gar nicht ernst, die Lage ist supi. Herr Welke, die Regierung tut natürlich alles, um Opel zu retten. Gerade eben noch lässt sich Frank-Walter Steinmeier im Bikini auf der Kühlerhaube des neuen Astra fotografieren. Das soll die Attraktivität der Marke steigern. Ja, vielleicht wäre es geschickter, da einfach einen zweiten Becherhalter zu montieren. Wer kriegt denn jetzt Opel? Magna oder Fiat? Gibt's einen Trend? Ja, Moment. So einfach ist das ja nicht. Es ist ein bisschen so, man muss sich das vorstellen, als ob man in Berlin eine Imbissbude aufmacht. Das kennt man ja. Sobald der Laden anfängt, Gewinn abzuwerfen, kommen sowohl die Russen als auch die Italiener und wollen ein Stück vom Kuchen abhaben. Ja, nun ist aber Opel ja keine Imbissbude im engeren Sinne. Alle wollen wissen, an wen Opel verkauft wird. Ja, das weiß ich natürlich auch nicht. Das weiß nur einer. Das weiß unser famoser Wirtschaftsminister zu Guttenberg. Und das verstehe ich nicht. Wieso kann zu Guttenberg überhaupt Opel verkaufen? Der Laden gehört ihm gar nicht, der gehört den Amis. Ja,
Das ist eben der neue Trend. Der Staat mischt mit. Ja. Gutenberg ist sowas wie der Hehler. Er ist der Pusher. Ja? Gutenberg ist der Typ, der Dinge vertickt, die ihm im Prinzip gar nicht gehören. Und das Tolle ist, ja, selbst für den Fall, dass dieser Opel-Deal platzt, hat Theodor als Option ja immer noch die geordnete Insolvenz. Ja, klingt für mich ehrlich gesagt immer ein bisschen wie geordnete Inkontinenz. Einfach laufen lassen, aber absichtlich. Gibt es denn... Gibt es denn noch ein anderes Konzept zur Rettung der Firma? Ja, gibt es. Opel will in Zukunft ganz tolle Autos bauen, nach denen sich die Leute weltweit die Finger lecken. Der war gut, Herr Ehring. Christian Ehring aus Bochum bei Lautert. Ah, Herr Ehring, du. Das ist einer. Gut, mehr noch als die Automobilbranche stehen die Banken in Deutschland am Abgrund. Jetzt hat der Bundestag den Weg freigemacht zur Einrichtung einer sogenannten Bad Bank, auf Deutsch böse Bank. Gut, klingt so ein bisschen wie weißer Schimmel, aber egal. Bleibt die Frage, was können solche Schurkenbanken ausrichten? Unser Finanz-, ich sag mal Experte, Olaf Schubert, war für die Heute-Show an der Frankfurter Börse. Ich begrüße meinen Gesprächspartner, den Wirtschafts- und Bankenfachmann Deutschlands, Herrn Gerke. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Guten Tag. Grüß Gott. Grüß Gott. Das ist auch gut, der Bereichsleiter. Evolution kann aber momentan natürlich auch nichts machen, wenn er die Wirtschaftslage sieht. Was ist Ihr momentanes Fazit? Wohin wird es sich entwickeln? Bleibt es? Stagniert es? Was sagen Sie? So einfach ist das zum Glück nicht im Börsengeschehen, wenn man da wissenschaftlich, was morgen passiert, was gut streut, die dafür sorgt, dass man sich nicht übernimmt. Also das emotionale Gefühl muss sozusagen gesteuert werden vom klugen Sachverstand. Sie sprachen von dramatischen Situationen, die sich abspielen an der Börse. Wenn aber nun mein Haupt ich hier hinunterwende, dann wirkt das doch alles, ja, ich sag mal so, eher verschlafen. Also die Büttel, die Handlanger des Monopolkapitals sitzen an ihren Computern, fläzen fast ein wenig. Da wird nebenbei Naschwerk gegessen, da werden Tropse gelutscht, Zeitungen werden gelesen. Vielleicht mangelt ja auch einfach am Willen hier der Romulaner mal ein bisschen die Ballpumpe in Richtung Bär aus dem, also in Richtung Stier hier zu schieben. Oder ist das ein falscher Eindruck? Sie werden Verständnis dafür haben, dass ich als furztrockener Wirt, Wissenschaftler, Ihre Sprache nicht übernehme, wenn Sie von Büttel und dergleichen reden. Aber zurück, Bad Bank, wenn, also stellen Sie sich vor, ich hätte jetzt keine Ahnung vom Bankwesen, was ich glaube ich nur schwer vermitteln kann, aber wie würden Sie mir das Prinzip, die Wirkungsweise, den Effizienzkoeffizienten einer Bad Bank mit wenigen präzisen Worten umreißen? Ja, ich versuche es mal mit den wenigen Worten, die Sie immer gerne haben wollen. Aber wenn Sie mehr lernen wollen, brauchen Sie auch eigentlich ein paar Worte mehr. Die ja, Bad Bank, haben wir Zeit. Die ja, Bad Bank, das ist letzten Endes so eine schlechte Bank, die versucht, als Müllhalte das zu entsorgen, was die Banken sich eingebrockt haben. Und das ist jetzt wirklich sehr unbanksprachlich ausgedrückt. Die Menschen warten ja eigentlich auf einfache, kurze Antworten. Ich meine, Sie verstehen ja die großen, komplexen Zusammenhänge sowieso nicht. Wir haben ja die Aufgabe, sie zu beruhigen. Nein, nein, die Menschen werden unterschätzt. Die Menschen verstehen viel mehr, als wir glauben. Aber aber ich glaube doch, dass wir Wissenschaftler schon Acht geben müssen, dass wir bestimmte Dinge nicht zu lustig rüberbringen, sonst wirken sie nicht mehr seriös. Das ist recht gesprochen, recht getan. Sonst könnte sich jeder hinstellen und sagen, ich wäre Wissenschaftler. Das wäre zu einfach. Da gebe ich recht. Und damit zurück in eine andere Welt. Olaf Schubert lebt eindeutig in einer anderen Welt. Meine Damen und Herren, ich habe zur Abwechslung mal tolle Neuigkeiten für Sie. In 12 Tagen ist Europawahl! Ja! Ach komm.
Was wir jetzt noch brauchen zu einem erfolgreichen Wahlkampf, das sind natürlich gute, griffige Slogans. Ganz weit vorne, wie so oft, die Grünen. Früher hatten die Plakate mit regelrechten, wie sagt man, Inhalten. Also mit deutschen Sätzen. Heute heißt es bei den Grünen nur noch Wumms. Der Wähler ist so beschränkt, sagen sich die Grünen, den kannst du nur noch mit Geräuschen erreichen. Wumms. Steht übrigens für Wirtschaft und Umwelt, menschlich und sozial. Ist klar. Gefällt aber nicht jedem. Die Grünen werben mit Wumms. Mit Wumms. Hätten sie Bums geschrieben, hätte ich sie wenigstens wiedererkannt. Na ja, komm, Guido. Also, dass sie da sich so freuen. Ne? Ich sag mal, komm mal wieder runter, Guido. Ne? Erstmal selber besser machen. Wie hören sich denn deine Slogans an? Willst du fit sein auf die Schnelle, komm zu Guido Westerwelle. Ja. Dann doch lieber Bums, wenn Sie mich fragen. Am schlimmsten sind eigentlich die frühen Entwürfe der Grünen. Hier haben wir zum Beispiel Wirk. Das stand für Wir überlassen regieren Guido. Ähnlich subtil die Sozialdemokraten, da ja die SPD momentan keine eigenen Qualitäten mehr hat, die sie hervorheben könnte, beschränkt sie sich jetzt darauf, die anderen Parteien zu beschimpfen, so wie mit dieser ja, gezielten Provokation. Hier sehen Sie gleich. Hui, Finanzhaie, also die Bösen würden FDP wählen. Ich privat finde übrigens, dass dieser Hai viel natürlicher lächelt als Frank-Walter Steinmeier, aber das nochmal. Ne? Das ist diese vergleichende Werbung. Das ist, ich finde es nicht gut. Weitere Wahlkampfmottos, die sich nicht durchgesetzt haben bei der SPD, sind CDU-Wähler stinken. Das haben wir hier. Wird eigentlich nur noch getoppt durch Männer, die was anderes wählen als SPD, haben einen sehr, sehr kurzen Penis. Hat sich komischerweise auch nicht durchgesetzt. Verstehe es nicht, weil der war eigentlich ganz gut. So. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, was macht die CDU, um zu kontern? Welchen provokanten Knaller haben deren Werbefuzzis auspaldowert? Achtung, Anstand, hier kommt er! Ja, wir in Europa, wir sind nämlich in Europa, man denkt spontan, leck mich am Arsch, da wäre ich von allein nicht drauf gekommen. Ja, das ist wirklich extrem schnarchig. Mein Lieblingsplakat ist das Plakat der Linken und das kommt hier. Den Deutschen ist das Thema Europawahl, ich will nicht sagen egal, aber es geht ihnen schon im gestreppten Galopp am Arsch vorbei. Tina Hausten, täuscht mein Eindruck. Nun, Oliver, ganz so einfach ist das natürlich nicht. Die Deutschen haben ein durchaus ambivalentes Verhältnis zu Europa. 12% sagen, ich war noch nie da, aber es soll ja auch ganz schöne Ecken geben, besonders im Hinterland. Das ist sicher richtig, aber um schöne Ecken geht es uns jetzt nicht. Wir reden über Brüssel. Was erwarten denn konkret die ZDF-Zuschauer von dieser Europawahl? 34% der ZDF-Zuschauer sagen, seit Kaiser Wilhelm tot ist, interessiere ich mich nicht mehr für Politik. Weitere 54% sind der Ansicht, da schieben sich doch nur die osteuropäischen Länder die Punkte zu und am Ende gewinnt wieder Norwegen. Aber da fehlt ja noch was, die restlichen 11% der ZDF-Zuschauer? Oliver, die sagen, ich würde ja zur Europawahl gehen, aber ich weiß nicht, ob ich am 7. Juni noch da bin. Ja, Tina, das ist jetzt aber bitte nicht Ihr Ernst, ne? Oliver, meine Meinung tut hier nichts zur Sache und genau deshalb haben wir 1000 Menschen gefragt, ist das wirklich Tinas Ernst? Gut, das müssen wir ja dann auch nicht wirklich vertiefen. Bitte? Herr Welke, ich habe hier noch ein hochinteressantes Kurvendiagramm. Ja, das ist eine Kurve. Was ist mit der? Die ist schön. Ja, vielen Dank. Tina Hausten, kompetent in Prozent. Wahlmüdigkeit, ausgerechnet im Superwahljahr. Aber es gibt ein gutes Gegenmittel gegen Wahlmüdigkeit, geklaut aus dem US-Wahlkampf. Und dieses Gegenmittel heißt Emotion. Ah, schön.
Aber Emotionen muss natürlich auch glaubwürdig rüberkommen. Das ist ganz wichtig. Manchen gelingt das in Ansätzen, bei anderen wirkt es, ich sag mal, einen Tick unnatürlich. Die SPD ist nicht das alte Möbelstück, das sich in der politischen Landschaft mal so herumschubsen lässt. Ja, das kenne ich von zu Hause. Emotion auf Ostwestfälisch heißt rumschreien und das Hemd durchschwitzen. Niemand, wirklich niemand hat je behauptet, dass die SPD ein altes Möbelstück ist. Überflüssig, gut, langweilig meinetwegen, aber altes Möbelstück hat keine Sau gesagt. Ich habe lange überlegt, woran mich Steinmeiers Stimme in dem Moment erinnert. Dann ist es mir eingefallen. Ja, ein Frühwerk des jungen Frank Walter. Anderen ist das Emotionale schon in die Wiege gelegt, weil sie eine, ja, man kann sagen, Frau sind. Claudia Roth hat wahrscheinlich früher schon geflennt, wenn Lassie sich die Pfote geklemmt hat im Fernsehen. Und auch heute weiß sie, wie man eine Parteitagsrede mit Schmackes beendet. Aus der Krise hilft nur Grün. Das wird unser Programm sein. Da hat sie hundertprozentig recht. Sehr schöner Abgang. Und dann ist sie übrigens vor die grüne Wand hinter ihr gelaufen. Mit einem sehr lauten Wumms. Die Deutschen, ja, sind durchaus intelligent genug, um zu erkennen, welche Emotion aufgesetzt ist und welche gespielt. Die sind ja nicht blöd, die Wähler. Man muss aber aufpassen, dass man den Leuten da keinen Sand in die Augen rührt. Ganz genau. Bekannte deutsche Sprichwort, wir lassen uns keinen Sand mehr in die Augen rühren. Sand in die Augen rühren, übrigens eine patentierte Verhörmethode der Amerikaner aus Guantanamo, aber das ist was anderes. Was Wahlkampf angeht, orientieren sich jetzt alle an den USA, sogar Frau Dr. Merkel, der mit Abstand unamerikanischste Mensch der Welt. Sie macht mit, sie war nämlich beim ersten Townhall-Meeting in der Geschichte des deutschen Fernsehens. Hier schneiden sich an die völlig verrückte Idee, die Bürger dürfen sie was fragen und sie muss antworten. Wahnsinn! Das Ganze fand übrigens statt im, aber das soll Ihnen der Klöppel mal selber erklären. Wir sind nach einem guten Steinwurf entfernt vom historischen Reichstagsgebäude, also dem Parlament, noch mal ein paar Steinwürfe entfernt vom Bundeskanzleramt. Dort, die paar Steinwürfe entfernt, steht unser RTL-NTV-Hauptstadtstudio hier an der Spree. Ja, ja, ich wohne in Berlin. Genauso werden in Berlin Entfernungen gemessen, in Steinwürfen. Nicht nur am 1. Mai, ne? Also nur mal für die, die nicht in Berlin wohnen, 5 Steinwürfe sind ein Joschka. Und größere Entfernungen misst man dann natürlich in brennenden Autowracks. So, dann aber mal rein in die knallharte Befragung bei RTL. Und hat Ihr 19-jähriges Kind einen Ausbildungsplatz? Nochmal fragen, zahlt der Vater Unterhalt für die Kinder? Haben Sie jetzt schon Klage eingereicht? Wann haben Sie das gemacht? Arbeiten Sie? Haben Sie einen Schulabschluss? Vielleicht irgendwas im Pflegebereich? Technisch nichts. Auf was hätten Sie Lust? Ja, irgendwas mit Garten, Landschaftsbau. So, im Gartenbereich. Mhm. Naja. Gärtner. Naja. Was hat sie gegen Gärtner? Frau Merkel, wenn ich, es ist jetzt zu spät, aber ich noch mal ganz kurz an das Konzept der Sendung erinnern darf. Bürger fragen, Sie antworten. Nicht umgekehrt. Ganz andere Sendung. Aber es gab ja auch noch die kompetente Gesprächsleiterin Maria Gresch und die hatte wirklich scharfe, investigative Fragen im Köcher. Fragen, vor denen Politiker Angst haben. Fragen wie... Das sind meine Dinge so am liebsten. Ja, ich koche recht gute Kartoffelsuppe, glaube ich. Kann recht guten Fisch machen. Und von meinen Gästen, und ich glaube, die reden mir nicht nur nach dem Mund, werden auch meine Rouladen sehr gelobt und mein Rotkohl. Ja, da geht's so richtig Yes We Can-mäßig zur Sache. Rouladen, Gurken, Kartoffelsuppe. Das ist American Style Wahlkampf 2009. Da brennt uns nur noch die Frage auf den Nägeln, wo verdammt kauft sie die Zutaten ein? Ich versuche einkaufen zu gehen, auch im ganz normalen Kaufhalle, wie man früher sagte, oder Supermarkt, wie man heute sagt. Nein. Nein. Da vermischt sich jetzt was. Nicht Supermarkt, wie man heute sagt. Bei uns in der BRD sagte man schon immer Supermarkt. Versuche in der Kaufhalle einzukaufen. Sehr schön. Da gibt es wahrscheinlich auch alte Möbelstücke, kann ich mir vorstellen.
Die SPD ist nicht das alte Möbelstück, das sich in der politischen Landschaft mal so herumschubsen lässt. Ja, ist ja gut, Herr Steinmeier, mein Fehler. Das war's auch schon fast. Nein, Moment, ich sehe, es gibt noch eine letzte Meldung zum Thema Opel. Hier heißt es jetzt, Fiat wird Opel kaufen. Nein, Entschuldigung, ich bin in der Zeile verrutscht. Hier steht, Fiat will einen Opel kaufen. Immerhin, besser als nichts. Das war die Heute-Show. Danke fürs Zuschauen. Jetzt viel Spaß hier bei Johannes.